Ja, dann passiert es. Wir haben da die Worte auf dem Tag. Ich würde dann zu Beginn grundsätzliche Anmerkungen machen zum Begriff Musikbetriebe, was für unterschiedliche Konzepte des Klavier uns nach der Aktualität des Begriffs fragen. Wenn ich schon gerade gesagt habe, dass hinter dem Begriff Musik diese unterschiedliche Konzepte und dass er Vorstellungen hinter stehen, steige ich auch direkt mal direkt so ein. Dass dieser Begriff eben auch in bürgerlichen Kreisen große Popularität inzwischen erlangt hat. Ich habe mal ein paar Zitate mitgebracht, zum Beispiel vom Axel Springer Verlag, Alexander, der von der Multikrise spricht, also darunter versteht er dann Krieg, also den Ukraine-Krieg, meint er Corona-Inflation oder auch die Zeit multiple Krisen, auch ausdrücklich in Plural, ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen. Krieg und Klima. Dann auch in der Berliner Morgenpost, Musik für Krisen, Krieg in der Ukraine, Energiekrise. Oder auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer spricht davon, Unternehmensrisiken gegen akute Krisen, Corona-Pandemie und geopolitische Risiken. Wir haben es also, und das ist eben dann anscheinend auch bei entsprechenden Kapitalfraktionen und bürgerlichen Medienvertretern angekommen, mit einer Zuspitzung einer krisenhaften Konstellation zu tun. Auch in bürgerlichen Kreisen wird der Begriff Multiple Krise oder Vielfachkrise, Polikrise populär, je nachdem, welchen Begriff man jeweils so reserviert. Nun können wir also bitte fragen, handelt es sich da also um Containerbegriff, der unterschiedlichste Bedeutung je nach politischer Färbung gefüllt wird und eigentlich für jegliche ernstzunehmende Analyse unbrauchbar geworden ist? Darauf muss ich im Folgenden eingehen. Aber nochmal zu den Zitaten. Zwei Dinge, finde ich, sind da interessant dran. Erstens, multiple Krisen sind aus diesen Verständnisdimensionen heraus additiv zu verstehen. Also eine eher zufällige Gleichzeitigkeit mehrerer großer Krisen, die Auswirkungen auch auf andere gesellschaftliche Bereiche haben. Also beispielsweise den Ukraine-Krieg, Krisen infolge der Corona-Pandemie, Klimakrisen, Energiekrise. Oder einzelne weitere ökonomische Problematiken, zum Beispiel die Inflation, auf die von Alexander anspricht. Zweitens werden darin aber natürlich keine grundlegenden gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Lagen erkannt, also beispielsweise eine Krise des Kapitalismus, der kapitalistischen Gesellschaft oder eine große Krise im Kapitalismus. Lediglich, so scheint es und so wird entsprechend berichtet, sei die Moderation dieser verschiedenen gleichzeitig auftretenden Krisen komplex oder zumindest komplexer als in früheren Zeiten. Wenn nun der Begriff multiple Krise verwendet wird, muss aus meiner Sicht ein solches Konzept dazu in der Lage sein, nicht nur einzelne Krisenelemente, sondern auch deren Zusammenhänge und Wechselwirkungen sichtbar und erklärbar zu machen. Außerdem müsste aus einer marxistischen Lesart heraus das Ziel sein, die Rolle des Kapitalismus in einer multiplen Krise zu reflektieren. Ich gehe im Folgenden davon aus, dass der Kapitalismus eben nicht nur eines von mehreren Krisenelementen ist, die miteinander addiert, also dann die multiple Krise ergeben, sondern der Kapitalismus eine besondere Rolle für die gegenwärtigen Krisenkonstellationen spielt. Und es scheint mir sinnvoll, den inneren Zusammenhang der multiplen Krise im sich wandelnden Kapitalismus. Darauf gehe ich gleich noch mal spezieller ein. Das bedeutet aber, den Kapitalismus nicht auf Ökonomie zu reduzieren. Gerade sollte es aus marxistischer Perspektive gerade um den Gesamtzusammenhang von Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, Ökologie, Geschlechtlichkeit und weiterer Ebenen gehen. Allerdings diese Ebenen sind, und jetzt entscheidend, eben auch für das Konzept multiple Krise, nicht eine Zufallskonstellation, sondern im Kontext der ökonomischen Logik des Kapitalismus denken. So zum Beispiel, ich nehme überhaupt ein Zitat von Friedrich Engels, nicht bekannt aus einem Brief an den Sozialdemokraten Richard Bloch, 1990. Da schreibt er, nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das im letzten bestimmte Momente der geschichtlichen Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Wer hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nur jemand bis dahin vertreten, dass das ökonomische Moment sei das einzig bestimmte,
So verwandelt der Gegensatz in eine nichtssagende abstrakte absolute Frage. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen Vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente. Also im Kontext einer möglichen Krise könnte man wiederum eine Schlussfolgerung, dass wir uns gerade auf die Suche machen müssen, nach den Wechselwirkungen von Wirtschaft und anderen Elementen in der kapitalistischen Gesellschaft und jeweiligen Zusammenhängen und Wechselwirkungsprozessen. Zweitens, im Kapitalismus ist er als eine Wirtschaft und Gesellschaftsordnung zu verstehen, die sich in und durch Krisen verändert und dabei andere auch nicht primär ökonomische Sphären, nicht primär ökonomische Krisen erzeugt. Dazu auch ein kurzes Zitat von Marx auf den Vorwurf zum Kapital ist das: Der Kapitalismus ist kein fester Kristall, sondern ein umwandlungsfähiger und beständiger Prozess der Umwandlung begriffener Organismus und so vielleicht eben dann auch im Kontext der multiplen Krisen. Ja, zur Begriffsgeschichte, multiple Krise in der linken und marxistischen Debatte, dass er auch inzwischen woanders aufbaut, habe ich eben schon erörtert. In der linken und marxistischen Debatte in Deutschland entstand der Begriff bzw. das Konzept in der Auseinandersetzung mit der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007, 2008. So schreibt zum Beispiel Uli Brandt, der Text ist auch im Reader abgedruckt: Der innere Zusammenhang der vielfältigen Krise liegt in der postkapitalistischen Produktions- und Lebensweise, die in den letzten 30 Jahren unter neoliberalen und imperialen Vorzeichen umgebaut wurde. Das heißt, Brandt legt hier nicht nur hoch, sozusagen auch den Kapitalismus als das, was den inneren Zusammenhang der multiplen Krise ausmacht, sondern die neoliberale Form des Kapitalismus, die er angenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Ähnliche Stoßrichtung auch in einem Sammelband von Alex Milovic und anderen aus dem Jahr 2011. Die schreiben: Unter dem Begriff multiple Krise verstehen wir eine Konstellation verschiedener, sich aktuell beeinflussender und zusammenhängender Krisenprozesse im neoliberalen Finanzmarktkapitalismus. Also auch hier die These einer, an die Grenzen geratende Möglichkeit, den Finanzmarktkapitalismus, den neoliberalen Kapitalismus, wie man es auch nennen möchte, zu regulieren, zu lenken, vor allem aus staatspolitischer Sicht. Größerer Zeitsprung, und zwar wiederum ähnlich, deutet letztendlich auch Nancy Fraser in ihrem neuesten Buch Der Allesfresser, schon vielfach besprochen worden in verschiedenen Zeitschriften, die Gemengelage in unterschiedlichen Krisen als Folge des Kapitalismus neoliberalen Typs, schreibt sie mit. Zu Beginn: Der kannibalische Kapitalismus ist also das System, dem wir die gegenwärtige Krise verdanken. Das wir dann der jahrzehntelangen Finanzierung erleben. Natürlich geht es im Buch noch auf einen Teil weiterer Aspekte ein, noch auf eine Kapitalismusgeschichte letztlich, die sich lohnt, kritisch zu lesen. Aber trotzdem liegt es immer wieder wert darauf, das, was mit dem Kapitalismus in den letzten Jahren des Jahrzehnten passiert ist, ist für sie das Entscheidende für derzeitige Krise. Folgende Krisenelemente einer multiplen Krise werden und wurden in dieser Debatte immer wieder genannt. Patrick hatte eben schon bei der thematischen Einführung einige davon genannt. Also zunächst vor allem die Finanzwirtschaft, die sich seit 2007, 2008 darzustellen. Außerdem Klima- und Umweltkrisen, Krise der Reproduktion, Krise der politischen Systeme, wachsende soziale Ungleichheit, Weltordnungskrisen. Und auch hier nochmal die Betonung darauf, dass es keine abschließende Aufzählung ist, sondern alle möglichen weiteren Elemente einer multiplen Krise zu nennen werden. Unstrittig unter den genannten und weiteren dem linken des marxistischen Spektrums geordneten Autoren ist, das habe ich eben auch schon gesagt, dass diese Krisenelemente für einen sinnvollen analytischen Zugang nicht abitiv zu verstehen sind, sondern eben in einen Zusammenhang zu setzen sind. Aber welche Zusammenhänge bestehen? Und da habe ich mal eine Zusammenstellung von Fragen, die jetzt aus dem Glauben in einem Wörterbuch einfach zu multiplen Krise zusammengetragen hat, also sozusagen Differenzen in der Debatte zur multiplen Krise. Inwiefern können die verschiedenen Krisen theoretisch aufeinander bezogen werden?
relativ schon ein bisschen funktioniert. Aus meiner Sicht geht es eigentlich nur, wenn man das entsprechend mit einer Analyse des Vorwärts des Kapitalismus vorgibt. An sich kriegen mit ganz eigenen Dynamiken, Ursachen und Lösungen. Da gehen wir ja noch drauf ein, also mit Sicherheit ja, aber es ist ein Zusammenhang auch unter den Krisenelementen. Und ist eine Krise das notwendige gemeinsame Element? Oder gibt es eine Krise, die gegenüber den anderen als die wichtigste angesehen werden müsste? Nun, gerade die Krisenwahrnehmung ist ja sehr unterschiedlich innerhalb von und zwischen unterschiedlichen Volkswirtschaften, so lässt sich auch nicht von einer reichen und weltweit dominierenden Art des Kapitalismus sprechen, der entwickelt sich in der Region ungleichmäßig oder ungleichzeitig. Da ist die Frage, welche Krisenelemente existenzieller sein könnten als andere zum Objekt nicht beantwortbar. Der Umspielung die Finanzwirtschaftskrise bei 2007 für die multiple Krise eine bedeutende Rolle. Dazu wenige Worte zu Krisen im Kapitalismus. Wir werden ja in den nächsten 2 Tagen darauf auch mal gesondert eingehen, aber also ein grundsätzliches Verständnis der multiple Krise, weil ich das dann überstellen und schon benötigen. Und kompliziert ist um die Frage, warum eine Krise im Kapitalismus der Ausgangspunkt einer multiple, also großen Krise im Kapitalismus sein oder gar zu einer großen Krise des Kapitalismus werden kann. Vielleicht sogar als Ausgangspunkt für eine politisch geeignete Überwindung des Kapitalismus. Auf der einen Seite sind zyklische Krisen eine sich alle wenige Jahre wiederholende Normalität des Kapitalismus. Die können aufgrund von mangelnder Konsumtion, also verhältnismäßig mangelnder Konsumtion, Überproduktion, Überakkumulation oder einer Kombination solcher und weiterer Gründe entstehen. Sie haben für den Kapitalismus auch insofern eine Funktionalität, in dem vor allem Kapital vernichtet werden kann, Disproportionen aufgeglichen werden können, auch können so Löhne gesenkt und neue Strategien der Wertabschöpfung ermöglicht werden oder auch kann eine staatliche Regulation angepasst werden, so könnte man vielleicht beispielsweise beginnt die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns oder so als dazu zu bestellen, als Anpassung staatlicher Regulation im Kontext einer Krise. Große Krisen haben wiederum haben zur Folge, dass sie einen neuen Typus von Kapitalismus hervorbringen können. Bisher bekannte Muster der Kapitalakkumulation, der Produktionsweisen und staatlichen Regulation geraten dann an ihre Grenzen. So sprechen rückblickend vor allem regulationstheoretisch ausgerichtete Marxisten von der großen Krise der 60er und 70er Jahre, mit der sich aus dem fordistischen Nachkriegskapitalismus prozessweise der neoliberale Kapitalismus entwickelte und mit der beispielsweise eine Liberalisierung der Finanzmärkte, eine stärkere Transnationalisierung von Kapitalströmen oder auch ein Rückbau von sozialen Klassenkompromissen in den Staaten einherging, also Reagan, Thatcher oder in Deutschland dann zugespitzt mit der sogenannten Agenda 2010, der Teilprivatisierung der Rente, der Deregulierung der Arbeitsmärkte. Dazu 2 Anmerkungen. Solche Annahmen über den Formwandel des Kapitalismus sind natürlich nie als Gerüchte zu verstehen. Transformationsprozesse des Kapitalismus dauern mehrere Jahre bis Jahrzehnte. Entsprechende Krisen sind daher auch, wenn überhaupt, als Krisenperioden zu bezeichnen. Ich betone das, weil man ja argumentieren könnte, dass die Krisenperiode seit Ende der Nullerjahre, also 2007, 2008, schon einige Zeit her ist. Doch das spricht aus meiner Sicht nicht für oder gegen die These, dass diese Krise ein Ausgangspunkt der multiplen Krise von heute ist. Weil es eben sein könnte, dass wir uns sozusagen immer noch in einer Krisenperiode befinden, deren Ausgang nicht klar ist. Zweitens können Konjunkturkrisen aber natürlich eine von mehreren Krisen sein, die zu einer Großkrise führen. Da aber sich der Kapitalismus nicht allein aufgrund innerökonomischer Prozesse entwickelt, ist der Formwandel des Kapitalismus nur durch ein Zusammenspiel mehrerer Ursachen zu verstehen. Da an der Stelle wird auch nochmal ein Klassiker hinzugezogen, Antonio Gramsci zu Krisen in den Gefängniszellen. Es handelt sich um einen Prozess mit vielfältigen Erscheinungsformen, in dem Ursachen und Wirkung sich verkomplizieren und überkreuzen. Vereinfachen heißt entstellen und verfälschen. Also das ist letztendlich auch eine Aufforderung Gramscis, differenziert an entsprechende Krisendiagnosen anzupassen. Für die Diskussion um die multiple Krise und eine Analyse gegenwärtiger Krisenerscheinungen ist es von großer Relevanz, ob wir seit Beginn der Krisenperiode Ende der Nullerjahre mit einer großen Krise des Kapitalismus
und haben, aus der möglicherweise ein neuer Typ des Akkumulations- und Regulationsgeschehens entstehen. Das bisherige Modi staatlicher Lenkung der Ökonomie in die Grenzen gekommen sind, ist aus meiner Sicht offensichtlich. Zum Beispiel braucht die Ausbeutung der Natur Grenzen. Das ist ja auch in den meisten bürgerlichen Diskursen angekommen, auch wenn wahrscheinlich unterschiedlich wir auch in diesem Raum sind. Uns das natürlich viel zu wenig ist, was da passiert, aber dass da eine gewisse Dringlichkeit auch in bürgerlichen Debatten wahrgenommen wird, was Moderation der Klimakrise anbelangt, denke ich offensichtlich. Einzelne Kapitalfraktionen sind jedoch nicht fähig, Transformationsprozesse in Gang zu setzen, um Klima- und Umweltschutzmaßnahmen zu ergreifen. So ist für die in der Regel der kurz- bis mittelfristigen Profit entscheidender. Und hier deutet sich ein juristisches staatliches Engagement an, als das eben seit dem sogenannten neoliberalen Kapitalismus typisch war. Green New Deal-Debatten, Investitionsprogramme, EWFA in der EU und so weiter. So können wir also davon ausgehen, dass der Kapitalismus nach der derzeitigen Krisenperiode wesentlich etatistischer sein könnte als der bisher. Doch ohnehin, das ist mir auch wichtig, dass kein Exkurs entsprach die Erzählung eines vollkommen zurückgezogenen Staates gegen Neoliberalismus ja nie wirklich der Realität. In der Tat zog sich der Staat beispielsweise aus zahlreichen sozialstaatlichen Verpflichtungen zurück, darauf bin ich auch schon eingegangen. Aber Staatsausgaben insgesamt haben sich seit den 1970er Jahren nicht reduziert. Im Gegenteil, es betrifft Subventionen, Investitionen in das Militär und weitere Rollen des Staates zur Konsumption. Ist die gegenwärtige multiple Krise also eine große Krise des Kapitalismus, an dessen Ausgang ein neuer Typ des Kapitalismus oder wohl unwahrscheinlich ein Ende des Kapitalismus steht? Letzteres ist wohl der Fall, aus meiner Sicht nicht nur unwahrscheinlich, sondern bedarf eben der politischen Kräfteverhältnisse, die auch marxistische Perspektive herzustellen gilt. Bei Anwendung führt, wie wir auch derzeit sehen, nicht unmittelbar zu mehr Klassenbewusstsein, dafür bedarf es der politischen Bearbeitung von Links, die derzeit nicht immer nur bedingt gibt. Ökonomische Krisen können bestehende Herrschaftsverhältnisse also ins Wanken bringen, müssen dies aber nicht und können stattdessen auch eher herrschaftsstabilisierende Effekte aufweisen. Ob die Krise seit Ende der Nullerjahre nun eine große Krise ist, können wir als Zeitzeugen heute letztlich nicht sagen, sondern nur hinterrücken. Besonders in der derzeitigen Konstellation ist jedenfalls, dass Krisen mit langfristigen und eher kurzfristigen Trends zusammenfallen. So ist der lange Weg des menschengemachten Klimawandels nicht nur mit dem Kapitalismus neoliberalen Typs erklärbar, mit dem Kapitalismus an sich hat er jedoch offenkundig einiges zu tun. Das würden jetzt auch die Autoren, die ich eben zitiert habe, und wahrscheinlich nicht bestreiten, aber ein Verständnis, dass die multiple Krise alleine aus der Krise 2007, 2008 das Thema zu machen muss an diesem Punkt scheitern, weil es Beitrag zum menschlichen Klimawandel ja auch schon das war. All diese Unklarheiten sollten uns aber nicht davon abhalten, gegenwärtige Krisenprozesse einzuordnen, zu verstehen und politische Interventionen daraus abzuleiten. Dazu möchte ich abschließend noch auf das Konzept der organischen Krise von Gramsci eingehen. Damit meine Gramsci den Übergang von einem Akkumulations- und Regulationsgeschehen zum nächsten, als moderner Vorteil jetzt gesprochen haben. Also möglicherweise die Phase einer großen Krise. Wie auch für andere Überlegungen ist die organische Krise durch Hegemoniekämpfe geprägt. Und da jetzt in Erinnerung gerufen, wenn er da denkt, nochmal darauf zurückkommen. Hegemonial sind dort Gramsci-Gruppen dann, wenn es ihnen gelingt, und jetzt ist Gramsci, alle Fragen, die der Kampf entbrannt, auf eine universelle Ebene zu stellen. Hegemonie hat die herrschende Klasse mit all den sich teils widersprechenden Interessen dann hergestellt, wenn alle oder möglichst viele andere Gruppen das Partikularinteresse der einen Gruppe oder einer Koalition von Kapitalträgern als universales Interesse begreifen. Also zum Beispiel der Neoliberalismus. Dabei kann es zu Zugeständnissen kommen, beispielsweise das Gala in Form von Klassen. Die jedoch, und jetzt wieder Zitat Gramsci, nicht das Wesentliche betreffen, also bestehende Eigentumsverhältnisse werden dabei die Kapitalträger freilich nicht in Frage gestellt. Die organische Krise ist demnach eine Krise im Kapitalismus, in der eine Hegemonie nicht mehr aufrechterhalten werden kann. So schreibt Gramsci, wenn die herrschende Klasse den Konsens verloren hat, das heißt nicht mehr führend, sondern einzig herrschend ist,
die Inhaberin der reinen Zwangsgewalt, ne, also eine Entscheidungsführung, die Herr Schmidt-Ramschi immer wieder in sein Gefängnis setzen, bedeutet aber gerade, dass die Großmachten sich von den traditionellen Ideologien entfernt haben. Nicht mehr an das glauben, sondern an das Vorglauben und so weiter. Die Krise besteht gerade in der Tatsache, dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann. In diesem Interregnum kommt es zu den unterschiedlichsten Krankheitserscheinungen. Da die Hegemonie und Zwang gewählt, die Elemente der Zwangsherrschaft also zu. Diese Folge der gegenwärtigen organischen Krise, sofern sie überall ist, könnten also Ausgangspunkt einer Krise der politischen Systeme im Westen sein, die durch auch eine Vielzahl von Krisendeutungsversuchen beschrieben wurden. Postdemokratie, simulative Demokratie, Postpolitik oder Frankfurter autoritärer Kapitalismus, um nur einige zu nennen. Entdemokratisierung von politischen Verfahren, zunehmende Repression gegen linke und andere politische Akteure, Beschränkung der Wissenschaft und Kunstfreiheit, autoritäre Umgestaltung der Bildungssysteme sind die eine Seite der Medaille, deswegen in Deutschland ist gut der Verweis von Patrick auf das Berufsverbot. Wenn wir zum Beispiel sehen, was in den einzelnen Ländern derzeit so los ist, wie man eigentlich in Manier der 70er Jahre wieder versucht, den öffentlichen Dienst zu verstellen für sogenannte Extremisten. Dann könnte man auch fragen, wie weit das also Teil einer sogenannten organischen Krise sein könnte. Auf der anderen Seite ist der Aufstieg rechtspopulistischer, rechtsextremer und faschistischer Bewegungen in Europa und in den USA, der aber auch eine Folge davon ist, und jetzt wieder mit Gramsci gesprochen, dass sich die Massen von bisherigen Ideologien entfernt haben. Und auf der anderen Seite die politische Linke nicht in der Lage ist, das Hegemonie-Wahrung mit eigenen politischen Projekten zu füllen. Hegemonie-Kämpfe finden sich derzeit auch zunehmend im Bereich internationaler Auseinandersetzung, Aufrüstung, Militarisierung, die bestehen, wie man Beispiel der Ukraine sehen, nicht nur, aber auch für Weltordnungsfragen und Kämpfe vor Einfluss. Ja, Gramsci's Konzept der organischen Krise wäre eine Möglichkeit, den Zusammenhang von politischen und ökonomischen Krisen zu deuten. Aber letztlich gibt es eine einzige richtige, alle Krisendimensionen erfassende Analyse diesbezüglich. Stattdessen bedarf die Interpretation der logischen Krise einer Analyse, das sagen wir auch Engels zurück, konkreter Verhältnisse der jeweiligen Dynamiken der einzelnen Krisenelemente, aber besonders eben auch des inneren Zusammenhangs der Krisenkonstellation. Ja, das könnte aus meiner Sicht unsere Aufgabe in den nächsten Tagen sein, sich dem anzunähern. Ja, soweit von mir. Dankeschön.